Liebe Freunde, lasst uns aufstehen gemeinsam, um dem Wort unseres Gottes und Retters Jesus Christus Ehre zu erweisen. Wir hören heute eine Predigt mit dem Titel Geborgen im Allmächtigen. Und unser Text wird sein Psalm 139. Hört die Worte eures Gottes. Psalm 139, dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da und machte ich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich verborgen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als ich ein ungeformter Keim und in dem Bauch meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Herr, hassen und keine Abscheu erfinden von deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Gnädiger himmlischer Vater, dies sind deine Worte durch den Mund deines Knechtes David. Bitte gebrauche sie nun durch deinen Heiligen Geist, um uns mehr auf dich zu verweisen. Damit wir dich besser kennen und mehr Freude an dir haben, mehr Frieden in dir finden und Kraft zur Heiligung. O Vater, bitte wende nun diesen Text durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist auf unsere Leben an und gib, dass sie uns, Herr, zur Speise werden, durch die unsere müden Seelen genährt werden. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Dürft euch gerne niedersetzen. Liebe Freunde, wir unterbrechen heute unsere Serien durch das Johannesevangelium und durch den ersten Timotheusbrief, weil wir uns heute am ersten Tag des Jahres auf Gott besinnen wollen. Freilich wird Gott in jedem Text, den wir predigen, sichtbar und sein herrlicher Charakter wird dort zu sehen. Aber so klar wie hier wird er selten wo sichtbar. Denn was ist es, was wir für unsere künftigen Zeiten brauchen, fürs neue Jahr und für alle anderen Jahre, wenn nicht ein größeres Bild von unserem Gott? Im Endeffekt, wie sollen wir Frieden finden, wenn unsere Seelen von Sorgen geplagt sind, wenn nicht dadurch?
Worin sonst wollen wir Freude finden, wenn es nichts Irdisches zu feiern gibt, wenn nicht in genau dem? Worin sonst willst du Kraft für den Kampf gegen die Sünde und gegen die Versuchung finden, wenn nicht in einem hohen, scharfen und vertrauten Blick auf einen mächtigen, herrlichen und liebenden Gott? Der Psalm 139 zeigt uns, wie David nachsinnt, nachdenkt auf seinem Lager, ob er geht oder steht, auf allen seinen Wegen denkt er über Gott nach und darin findet er erstens Staunen über Gott, zweitens die Kraft für Lobpreis und Heiligung, für ein heiliges Leben mit Gott und drittens große Freude, Jubel und Frieden. Im Psalm 1 bereits wird Folgendes angekündigt und geboten für einen Christen. Wenn es heißt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. David demonstriert hier in diesem Psalm, wie er genau diesem Gebot Folge leistet und seine Freude darin findet, über den herrlichen Charakter Gottes nachzudenken. Seht mal mit mir in die Verse 17 bis 18, wo er sagt, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Das ist Davids Schatz. Seine Gedanken über seinen Gott. Nachzudenken und sich Gott vor Augen zu stellen, was Gott über sich offenbart hat, das ist Davids Freude. Darin findet er Frieden. Er freut sich an den Gedanken, die er über Gott haben darf. Eine gewaltige Zahl. Wenn er sich bettet zur Ruhe am Abend, so ist seine Freude, über Gott nachzudenken. Und dann, wenn er erwacht, ja dann, sind diese Gedanken immer noch bei ihm. Er denkt nach über seinen Gott. Und das versetzt ihn in Vers 6 in Staunen, in Vers 14 in großen Dank und am Ende in ein Verlangen nach Heiligung und nach einem Gott wohlgefälligeren Leben. Wir sehen hier in diesem Psalm, wie eine hohe Sicht auf Gott, eine nüchterne Sicht auf Gott, ein Erkenntnis vom herrlichen Charakter Gottes und von seiner Macht dazu führt, dass wir Gott lieben, ihm danken und ihm tief preisen, wie wir es nicht können, wenn wir ein kleines Bild von Gott haben und nicht viel über ihn wissen. Theologisch ausgedrückt könnte man sagen, eine tiefe Theologie, eine tiefe Lehre von Gott, führt David zu einer großen Doxologie, zu einem großen Ruhmes- und Lobgesang. Es ist die Erkenntnis vom Charakter Gottes, die David hier antreibt. In den ersten Versen, 1 bis 4, denkt er nach über die Allwissenheit Gottes. Dann in Vers 5 und dann in Vers 7 bis 10, da stellt er sich die Allgegenwärtigkeit Gottes vor Augen. Um dann in Vers 16 eine kleine, aber doch sichtbare Referenz zur Souveränität Gottes zu machen. Sehen wir nochmal an, die Verse 1 bis 4. Dem Vorsänger von David, ein Psalm, also ein Lied. Es ist ein Lied, was gesungen werden sollte, was die Juden und Jesus Christus mit eingeschlossen immer wieder in der Synagoge gesungen haben und gehört haben. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Das Gehen steht hier für die Geschäftigkeit untertags. Alles, was David tut, wo er hingeht, wo er seine Arbeit hat, als König, er hat keine Arbeit, aber seine Arbeit als König. Wo immer der Mensch Gottes hingeht, da begleitet ihn Gott. Von seinem Thron, hoch und erhaben im Himmel, kennt er die Wege aller Menschen und ist vertraut mit den Wegen seiner Getreuen.
Ja, oder ob David sich hinlegt und in der Nacht ruht, dort wo er am verwundbarsten ist. Da ist Gott bei ihm und kennt David perfekt. Gott ist vertraut mit allen Wegen, besonders mit allen Wegen seiner Geliebten, seiner geliebten Christen. Dann in Vers 4, ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Das ist, was es den Gott der Bibel so einzigartig macht. Er ist kein begrenzter Gott. Er ist ein Gott, der allwissend ist. Seine Erkenntnis ist vollkommen perfekt und durchdringt alle Dinge. Alle Dinge sind in Gott. Er hat alle Dinge geschaffen. Gleich werden wir sehen, wie seine Allgegenwärtigkeit überall ist und Raum für Gott keine Kategorie ist. Er ist nicht an Raum gebunden. Und deswegen weiß er alles. Sein Wissen durchdringt alle Ebenen perfekt. Er ist intim vertraut mit allen Molekülen, die jemals existiert haben und jemals existiert werden. Er weiß alles. Wo jedes Proton und jedes Elektron sich befindet, wo die Physiker spekulieren, all das ist perfekt bekannt vor unserem allwissenden Gott. So auch die Wege seiner Christen. Es ist nicht so, dass Gott irgendwas entgleiten könnte. Dass Gott informiert wird über irgendetwas. Dass Gott etwas Neues lernt, wenn jemand spricht. Nein, er weiß es perfekt. Seine Allwissenheit durchdringt alle Ebenen. Gott lernt nicht. Er ist perfekt in seiner Erkenntnis. Er weiß alle Dinge sofort und muss niemals nachdenken, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Und so kennt er auch die Wege seines Knechtes Davids perfekt. Jedes Wort, das er spricht, kennt Gott, bevor er es sagt. Und alle Wege, die sein Knecht tut, sind Gott nicht unbekannt. Und dann in Vers 5 wird die Allgegenwärtigkeit Gottes vorgestellt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst mich. Und hältst deine Hand über mir. Die Allwissenheit Gottes tröstet David, weil Gott nicht nur allwissend, sondern auch allgegenwärtig ist. Und nicht nur das, sondern der wohlwollende Gott, sein Gott, sein liebender Gott, er ist es, der David umgibt. Es ist nicht sein Feind, der ihn umgibt, sondern sein Freund. Gott, Jahwe, umgibt ihn und hält seine Hand über ihn. Das Hand über ihn halten ist ein Symbol des Schutzes und des Achtgebens. Und darin freut sich David, dass der allwissende Gott ein allgegenwärtiger Gott ist. Raum ist für ihn keine Kategorie, wie wir gleich noch sehen werden, sondern überall dort, wo sein Knecht David hingeht, weiß Gott Bescheid und dort ist er, um ihn zu bewahren, um ihn zu schützen, um zu tun, was Römer 8, 28 sagt, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und diese Gedanken führen nun im Vers 6 zu staunen. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Seht ihr, für den Christen, da ist zwar einiges über Gott unbegreiflich. Er übersteigt unsere Kategorien vollkommen. Aber trotzdem hat er sich uns offenbart, hat sich uns findbar gemacht, hat zu uns gesprochen auf eine Art und Weise, dass wir sie begreifen und verstehen können. Gott selbst, der Unbegreifliche, der alle Dinge übersteigt, ist zu uns gekommen, hat sich offenbart durch seine Propheten und schlussendlich durch Jesus Christus, hat sich findbar gemacht. Und doch übersteigt er unsere Gedanken. Dieser Gott ist für keine begrenzte Kreatur fassbar. Er ist unfassbar. Er ist viel zu hoch, als dass irgendjemand Gott definieren oder begreifen könnte. Außer das, was er in seiner großen Gnade uns offenbart hat, in unseren Worten, in unserer Sprache. Nahbar, nahbar bei uns. Seht ihr, wie die perfekte Erkenntnis Gottes, dass Gott alle Dinge weiß, dass Gott alle Dinge durchdringt, hier den David zum Staunen bringt. Und da möchte ich auch uns ermutigen, über Gott zu staunen. Wie oft verwenden wir Zeit darüber, nicht nur einen Bibeltext zu lesen,
sondern auch als versöhnte Kinder Gottes in diesem Bibeltext, wie auch der Psalm 1 schon gesagt hat, nachzusinnen über Gott, zu staunen über ihn. Welcher Ehemann liebt seine Frau und hat keine Freude, sie zu betrachten? Welche Freunde lieben sich innig und haben aber keine Freude, sich zu sehen? Und so möchte ich uns die Frage stellen, welcher Christ kennt seinen Retter Jesus Christus und seinen dreieinigen Gott und hat keine Freude, über ihn nachzudenken, in seinem Wort jetzt schon, in diesem Leben schon, von ihm zu sehen und darüber zu staunen? Ich glaube, diese Passage zeigt uns hier, dass es nichts Bedeutendes ist, wie viel wir von der Bibel lesen. Dass es nichts Gutes ist, wenn wir am Tag 30 Kapitel lesen, ohne sie zu verstehen. Sondern das, was einen Christen in der Heiligung und in der Freude über Gott und im Leben für Gott motiviert und vorantreibt, ist das Nachdenken über seine Offenbarung. Und dies führt zur Freude und zum Staunen. Lesen wir weiter in Vers 7 bis Vers 10. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Steige ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, so bist du auch da. Gott durchdringt alle Dinge. Er ist nicht nur allwissend, sondern er ist auch allgegenwärtig. Er ist zwar nicht überall mit seiner speziellen, heiligen Gegenwart, wie zum Beispiel Jesaja in Jesaja 6 sieht, wo er niederfällt. Mit dieser Gegenwart ist Gott nicht überall. Aber mit seiner allgemeinen Gegenwart ist er überall. Warum? Denn Raum ist für Gott keine Kategorie. Gott hat alle Dinge geschaffen. Er hat Raum und Zeit gemacht und darum sind Raum und auch die Zeit, was hier nicht erwähnt wird, aber der Vollständigkeit halber, keine Kategorien für Gott. Er ist nicht gebunden an den Raum. Für ihn gibt es keine Strecke, die zu weit wäre, um sie zu überwinden. Für Gott existiert keine Strecke. Raum ist für ihn keine Kategorie. Er ist nicht an sie gebunden. Sie ist ihm vollkommen untertan. Sowohl im Physischen als auch im Geistigen. Alles, was Gott geschaffen hat, das All, sowohl Himmel, den man sehen kann, und die Erde, als auch die geistige Welt, sind alle von Gott perfekt durchdrungen. Es gibt keine Kategorie von Raum für ihn, weder im Physischen noch im Geistigen. Und das ist ein Trost für uns Christen. Denn egal, wo wir sind, wenn wir zum All fliegen würden auf dem Mond, so wäre da Gott bei uns. Wenn wir anfangen würden, die Meere zu erforschen und wir wären Tiefseetaucher und wir würden auf den tiefsten Punkt des Meeres gehen, so wäre da Gott nicht fern, um uns zu tragen und zu halten. Ja, sogar im Totenreich, da ist Gott. Und so sehen wir auch hier in diesem Vers, wie sinnlos es ist, wenn Menschen meinen, sie können sich durch den Selbstmord vor Verantwortung und Gericht entziehen. Wie viele Übeltäter haben schon Selbstmord begangen, um den irdischen Gerichten zu entfliehen? Sie wollten in das Totenreich gehen, um dort vor Gericht und Gerechtigkeit sich zu entziehen. Aber wir sehen hier im Vers 8, selbst wenn jemand in das Totenreich flieht, so ist Gott auch da. Die Allgegenwärtigkeit Gottes ist für einen Versöhnten, der mit Gott im Frieden steht, so ein großer Segen, so ein großer Trost. Aber für alle Feinde Gottes ist es ein Grimm und ein Schrecken. Denn egal, wo sie hinlaufen, sie können der Gerechtigkeit Gottes nirgends entfliehen. Vers 9. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort meine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wenn David modern wäre, dann würde er es so ausdrücken. Wenn ich mir eine Rakete bauen würde und bis an das Ende des bekannten Universums fliegen würde, dann wärst auch du dort da und würdest mich halten.
Dieses Ende des Meeres bezeichnet den Ende des Horizontes für David. Er kann sich nichts weiteres vorstellen als das Ende des Meeres, das er sieht, wenn er am Strand steht. Eine große unbekannte Welt da hinten. Ein Mensch konnte zur damaligen Zeit nicht so weit reisen. Es war das große Unbekannte. Und so sagt David, egal wo er hingeht, Gott ist da. Charles Haddon Spurgeon hat diesen Vers kommentiert, indem er auf Jona verwiesen hat. Wie Jona vor Gott fliehen wollte und den Auftrag Gottes ablehnen wollte, um dann vom Sturm heimgesucht zu werden und vom Walfisch oder vom Fisch verschluckt zu werden, indem er, wie ich meine, gestorben ist und dann von Gott wieder zum Leben erweckt wurde. Da wird sichtbar, dass dieser Psalm wahr ist. Egal, wo Jona vor Gott hinfliehen wollte, Gott hat ihn dort erreicht. Hat ihn in das Totenreich gehen lassen durch den Tod im Fisch und wieder zum Leben auferweckt, sodass er seinen Ratschluss ausführen sollte. Gott ist überall. Er ist allmächtig. Es ist ein Schrecken für seine Feinde. Und es ist ein großer Trost für alle Christen. Gott ist da. Lesen wir weiter in Vers 9 bis 10. Nein, die haben wir gerade gelesen. Vers 11 bis 12. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Auch hier habe ich mir Rat geholt von Charles Haddon Spurgeon, der diesen Vers folgendermaßen auslegt. Die Finsternis beschreibt den Versuch eines Menschen vor der Gerechtigkeit Gottes zu fliehen. Immer wieder finden wir in der Bibel dieses Gleichnis von denen, die im Finstern bleiben wollen, auch im Johannesevangelium, Kapitel 3, glaube ich, ist es, wo es heißt, die Menschen hassen das Licht, denn ihre Werke waren böse, sie wollen lieber im Finstern bleiben. Und egal, was ein Mensch tut, Gott weiß es. Egal, wie perfekt jemand seine Verbrechen plant und kein Detektiv dieser Welt könnte ihm auf die Schliche kommen, so weiß Gott perfekt Bescheid. Egal, wie die Kreaturen der Nacht, die finsteren Gestalten, die Verbrecher und auch die normalen Sünder sich zu Bergen suchen vor Gott in der Finsternis, so ist doch Gott alles bekannt. Die Finsternis ist für ihn wie Licht. Er kennt alle Dinge und es ist nicht möglich, dass irgendjemand ein Unrecht vor Gott erfolgreich verbergen kann. Diese Verse sollen uns als Christen ziehen, heiliger zu werden. Denn wenn die Versuchung auch uns als Christen lockt, so müssen wir wissen, Gott sieht. Wie anders würden wir uns oft verhalten, wenn wir wüssten, dass uns jemand ständig beobachtet. Aber Gott beobachtet uns ständig. Er weiß alle Dinge. Und wenn die Versuchung uns lockt, so müssen wir wissen, es kann nicht verborgen bleiben vor Gott. Wir können nicht erfolgreich sündigen, ohne dass Gott es wüsste. Er weiß perfekt Bescheid. Und so sollen wir uns diese Wahrheit vor Augen halten, dass die Allgegenwärtigkeit und die Allwissenheit Gottes uns ein Mittel ist, damit wir vom Bösen absehen und die Sünde, in die wir so leicht fallen, nicht begehen. Denn Gott weiß es Bescheid. Später, am Ende, in Vers 23, wird die Gnade Gottes aufgezeigt und seine Bereitschaft, auf richtige Wege zu führen und zu vergeben. Aber trotzdem ist diese Realität der Allwissenheit Gottes ein Mittel für den Christen zur Heiligung, dass wir nicht in die Sünde fallen, denn wir wissen, Gott sieht. Es kann nicht verborgen bleiben. Ich kann nichts vor ihm verstecken. Aber gleichzeitig ist hier die Allwissenheit Gottes über Sünde ein Trost. Ein Trost für uns Christen, weil kein Unrecht ungestraft bleibt. Gott kennt die Kundenliste von Jeffrey Epstein. Er weiß Bescheid. Die Mächtigen dieser Erde mögen versuchen, ihr Unrecht zu vertuschen. Ja, und vielleicht kommen sie für dieses Leben auch durch, aber bei Gott ist all ihre Finsternis Licht.
und erkennt die tiefsten Geheimnisse der bösartigsten Menschen, weiß Bescheid und wird sie in seiner Gerechtigkeit an seinem Tag richten. Niemand kann vor ihm entfliehen. Niemand kann sich seiner Allgegenwart bergen und vor seiner Allwissenheit sich verstecken. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird alle seine Feinde strafen. Und nichts, aber auch gar nichts, kann vor ihm verborgen bleiben. Und seht ihr, es besteht die Versuchung, wenn man sich viel mit dem Übel dieser Welt auseinandersetzt, ein bisschen reinzukippen und sich zu viel die bösartigen Machenschaften der Menschen vor Augen zu halten. Und es ist richtig, sich sie vor Augen zu halten. Es ist richtig, sich die Bösartigkeiten von vielen Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, vor Augen zu halten. Dem Staat zum Beispiel nicht blind zu vertrauen, weil wir wissen, auch dort sind gefallene Menschen, die nicht immer das beste Interesse haben. Ich sage nicht, dass man die Augen vor dem verschließen soll. Aber trotzdem sollen wir uns nicht zu viel in diese Gefilde begeben, nicht zu viel mit dem Bösen in dieser Welt beschäftigen, denn wir dürfen darin ruhen. Unser Gott weiß es. Und auch wenn wir machtlos sind und nichts dagegen unternehmen können, gegen das Unrecht dieser Welt, Gott weiß es. Und er ist fähig. Er ist in der Lage, das Unrecht der Welt zu strafen. Wie es in Römer 12, 19 heißt, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das Verstehen davon, dass Gott alle Dinge perfekt weiß und alle Dinge durchdringt, führt uns in Frieden. Darin zu ruhen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird und wir nicht Robin Hood spielen müssen. Wir müssen keinen Rachefeldzug planen, denn wenn es Gott dem Allmächtigen gefällt, so ist die Rache sein. Die Gnade ist auch sein, zu retten, wann immer er es will, aber auch zu rächen, wann immer es ihm gefällt. Vers 13. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Wir sehen hier, wie David sich freut über die wunderbaren Werke Gottes. Spezifisch die Perfektion in der Machart des Menschen. Wie wunderbar Gott alle Dinge gewirkt hat. Und ja, wir werden manchmal krank, weil wir in einer gefallenen Welt leben und Gottes gutes System wird oft gestört. Aber trotzdem, obwohl das so ist, sehen wir in unserer DNA, in der Replikation, wie perfekt und exakt alle Dinge ablaufen, damit menschliches Leben überhaupt möglich ist. Wie perfekt die Sehnen und Bänder ineinander greifen, und ich habe selbst erlebt, wie sie auch manchmal reißen wegen dem Fall, aber grundsätzlich, wie perfekt abgestimmt alle Dinge im menschlichen Körper sind. Das erkennt David hier an. Und anders als die Menschen in Römer 1, die in der Natur sehen, dass es Gott geben muss und dieses Wissen aber unterdrücken, so sieht David in der Offenbarung der Natur, Gott existiert und er ist wunderbar. Er ist ein weiser Baumeister. Er ist herrlich in seiner Schöpfung zu erkennen. Kein Zufall kann so perfekte Machenschaften hervorbringen, sondern nur unser weiser, allmächtiger und souveräner Gott. Wir sehen hier auch, wie nun der David die perfekte Erkenntnis Gottes mit seinem souveränen Ratschluss Hand in Hand gehen lässt. Denn er sagt im Vers 13, denn. Also all dieses Nachdenken über die Allwissenheit und die Allgegenwärtigkeit Gottes, die wird nun hier im Vers 13 bis 16 mit der Souveränität Gottes in Einklang gebracht. Dieses denn hier im Vers 13 ist die Begründung für Gottes alldurchdringende Erkenntnis. Und die liegt darin, dass Gott alles geschaffen hat. Wir sehen hier im Vers 13 die Nieren, also die stehen in der Bibel immer für das Gewissen oder für die innersten Gedanken, für das Allerintimste der Menschen. Sogar das ist von Gott gebildet worden. Er hat nichts dem Zufall überlassen. Gott weiß alle Dinge perfekt und ist allgegenwärtig, weil, denn er ist der Schöpfer. Und seine Schöpfung ist perfekt, von ihm durchdrungen, in ihm und durch ihn gehalten. Hebräer 1.
Erinnert ihr euch, was heißt das? Was sagt das von Jesus Christus? Er ist derjenige, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht hält, weil er der Schöpfer ist. Weil Gott der allmächtige Schöpfer ist und er zwar alle Möglichkeiten kennt, wie die Welt aussehen würde, wenn verschiedene Variablen anders wären, so kennt er die Welt trotzdem perfekt, weil er sie gemacht hat. Wie im Vers 16 dann deutlich gesagt wird, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott weiß alle Dinge, weil er der Schöpfer und Urheber aller Dinge ist. Alle Dinge, wie wir heute schon gesehen haben, sogar in Jesaja 36, die Bösartigkeit des assyrischen Königs, geschehen nur, weil der gute, gerechte und heilige Gott, der die Sünde hasst, aber trotzdem verwendet für das Gute, alle Dinge in seinem Buch aufgeschrieben hat. Er ist derjenige, der die Geschichte der Menschheit schreibt, die Geschichte jedes einzelnen Heiligen perfekt schreibt, für seine Ehre, damit er verherrlicht wird. Und darin ruht David. Er ruht darin, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott ihn perfekt kennt, perfekt gewirkt hat, perfekt gemacht hat und auch alle seine Tage kennt. Warum? Weil er alle Tage Davids, für David, vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Gott hat alles perfekt geplant. Er hat alles perfekt durchgedacht. Er lässt es nun kommen im Laufe der Geschichte, was er vor Grundlegung der Welt bereitet hat. Und darin ruht David, dass er weiß, sein Retter, sein liebender Gott ist derjenige, der alle Dinge perfekt lenkt, perfekt führt, nach seinem guten Ratschluss. Vers 15 haben wir noch nicht ausgelegt. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht war. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Hier sehen wir wieder Gott, der Schöpfer aller Dinge, der alle Dinge perfekt schafft, für seine Ehre und seine Herrlichkeit durch seine Macht. Die Allwissendheit und Allgegenwärtigkeit Gottes fließen nun in die Souveränität Gottes, gehen Hand in Hand mit ihr. Gott ist souverän. Er hat alle Dinge gemacht. Er hat den Lauf der Geschichte geschrieben. Er hat das Leben von David vorbereitet. Und deswegen weiß er alle Dinge perfekt. Seht ihr, wie die Eigenschaften Gottes harmonisch Hand in Hand gehen? Gott hat in sich keine Widersprüche. Wie oft geht es uns so, dass wir zum Beispiel Neid empfinden, obwohl wir das nicht wollen? Wo unsere eigenen Eigenschaften in uns streiten, wo Menschen inkonsistent handeln und sich inkonsistent fühlen. Sie fühlen sich auf eine gewisse Art und Weise und sie wissen, es ist eigentlich nicht richtig oder andersrum. Menschen haben so viel Inkonsistenzen in sich, Widersprüche in ihrem Sein. Aber Gottes Eigenschaften, sie haben keine Widersprüche. Alles, was Gott betrifft, alle seine Eigenschaften gehen Hand in Hand, sind verflochten miteinander. Seine große Liebe steht nicht im Widerspruch mit seinem Hass gegen die Gottlosigkeit, sondern weil Gott liebt, muss er das Ungerechte hassen. Und so geht auch die Souveränität Gottes mit seiner Allwissenheit und seiner Allgegenwärtigkeit perfekt Hand in Hand. Im Vers 14, da jubelt David darüber, wo er über all das nachdenkt, über die Eigenschaften Gottes, da ruft er aus, plötzlich, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. David jubelt, weil Gott ihm gewährt hat, ihn zu erkennen. Und er freut sich an ihm, weil er sieht, wie herrlich und wunderbar Gott ist. Wie wunderbar seine Schöpfung ist und wie gut der gerechte, allgegenwärtige, allwissende, allsouveräne Gott alles gemacht hat. Wir sehen, wie Gott in verborgenen Örtern wirkt. Wir sehen, wie der Mensch von Gott geformt wird und ihm gehört, was natürlich der Grund dafür ist, warum wir so große Gegner gegen die Abtreibung sind, denn bereits hier im Mutterleib, da wirkt Gott den Menschen kunstvoll. Es ist sein Kunstwerk, seine Schöpfung, sie gehört ihm und kein Mensch hat das Recht, dieses Geschöpf Gottes abzutreiben oder sein Leben frühzeitig zu beenden. Und wir sehen auch, wie David sich über den Ratschluss Gottes freut, wie die Souveränität Gottes
Und die Tatsache, dass Gott alle Dinge perfekt in seinem Buch niedergeschrieben hat, bevor sie geschehen, als Anlass für Frieden und Freude und Ruhe in Gott findet. Und dann kommt in den Versen 19 bis 23 eine Schlussfolgerung. Eine Schlussfolgerung, wozu David gebracht wird, dadurch, dass er Freude an Gott findet. Wir lesen die Verse 19 bis 22. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten? Und ihr Blutgierigen, weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Ja, es ist wahr, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dass wir nicht Rächer aller Dinge sind, sondern Gott allein. Dass wir unseren Feinden wohlwollend gesinnt sein sollen, weil wir verstehen, dass auch Gott uns wohlwollend gesonnen war, als wir mit ihm verfeindet waren. Aber trotzdem gibt es Umstände, wo es angebracht ist, sich nach Gerechtigkeit zu sehnen, die bösen Menschen auszustoßen und sich von ihnen abzusondern. David, weil er geheiligt ist und über Gott nachsinnt und diesen wunderbaren Gott vor Augen hat, führt es ihn dazu, sich von allem, was mit Gott in Feindschaft ist, mit allen Feinden Gottes, nichts mehr zu tun haben zu wollen. David sondert sich ab von allen bösen Menschen, deren Muttersprache die Lüge ist. Weil er diesen wunderbaren, heiligen Gott vor Augen hat, will er mit der Sünde und mit den sündhaften Menschen nichts zu tun haben. Er heiligt sich, er sondert sich ab von allen Übeltätern, weil er Gott vor Augen hat. Weil er erkennt, wie bösartig ihre Handlungen gegen diesen guten Gott sind. Und seine gerechte Seele empfindet Abscheu und wird gequält, wenn er die Feindschaft der Menschen gegen Gott sieht. Auch hier wird wieder sichtbar, wie Gott alles Unrecht sieht. Wie er vollkommen perfekt und gerecht ist. Denn wie furchtbar wäre es, wenn Gott allgegenwärtig und allwissend wäre, aber ein bösartiger Diktator wäre. Wie furchtbar wäre ein allmächtiger Gott, der bösartig ist. Aber seht ihr, er ist gut. Er hasst die gottlosen, ungerechten Menschen, die blutgierig sind. Die gute Schöpfung Gottes verderben, die Wahrheit hassen. Gott ist nicht ihr Freund, dass er ebenso bösartig wäre, wie viele Menschen es sind, sondern weil er gut ist, hasst er alle Ungerechten. Und das ist ein Trost. Ein Trost für uns, die wir mit Gott versöhnt sind, weil wir wissen, Gott, der Allgegenwärtige, Allmächtige, Allwissende, Allsouveräne, wird alle Übeltäter, die nicht durch das Blut vom Herrn Jesus Christus mit ihm versöhnt worden sind, zur Rechenschaft und Verantwortung ziehen. Und darin dürfen wir in diesem neuen Jahr ruhen. Seht ihr, wie wir diese Wahrheit uns vor Augen halten müssen, wenn wir Unrecht in dieser Welt entwickelt sehen. Wenn wir sehen, und es fühlt sich an, als gäbe es keinen Ausweg und keine Hoffnung. Wenn die Bösartigsten der Bösen wieder sich treffen und neue Pläne schmieden, wenn sie Ideen veröffentlichen, wie sie wollen, dass kein Mensch mehr etwas besitzt und dabei glücklich ist, wie sie gegen Gottes gute Gesetze ihre Faust erheben und alles, was irgendwie übel ist, fördern und vorantreiben. Abtreibung ist ein Beispiel davon. Was hält uns bei Sinnen? Was hält uns bei der Freude und bei dem Frieden in all dieser Ungerechtigkeit? Es ist die Erkenntnis, dass Gott allgegenwärtig und allwissend und allmächtig und allsouverän ist und gut ist. Das heißt, er wird eines Tages sich setzen zu Gericht und alle, die vor ihm geflüchtet sind, ins Totenreich heraufholen, lebendig machen, um sie zu richten und in die ewige Hölle zu werfen. Weil Gott eine ewige Gerechtigkeit hat, wird er für Gerechtigkeit sorgen.
Seht die zweite Schlussfolgerung, die David hier aufgreift. Die zweite Schlussfolgerung in Vers 23 und Vers 24. Erforsche mich, o Gott, und kenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf ewigem Weg. David erkennt nun an, dass er in sich auch keine Gerechtigkeit besitzt, sondern nur die bewahrende Gnade Gottes ihn auf rechten Weg führt. Er erkennt hier an, dass er nur deswegen besser ist als diese Feinde Gottes, wegen der Gnade Gottes. Und es führt ihn zu Demütigung und einer Anerkennung seiner eigenen Schwäche. Wie Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die geistig Armen. Selig sind die, die verstehen, wie wenig sie beitragen zu ihrer Errettung und wie nichts sie können. Das ist der Grund, warum Jesus im Vater unser sagt, wir sollen beten, dass wir vom Bösen bewahrt werden. Weil wir anerkennen, wie leicht wir dem Bösen anheimfallen und selbst böse Wege gehen. Und wir brauchen die bewahrende Kraft Gottes, um nicht auf denselben Wegen zu gehen, wie die Übeltäter, die Gott richten wird. Und darum sollen wir beten, bewahre uns vom Bösen und führe uns nicht in Versuchung. Denn die Versuchung ist uns so freundlich gesinnt. Wir lieben die Versuchung, wenn Gott uns unseren eigenen gefallenen Herzen überlässt. Und wir brauchen, wie David hier anerkennt, seine Gnade und Kraft und uns die Kraft zu geben, dass wir der Versuchung nicht anheimfallen. David erkennt an, dass er nicht viel erkennt, dass seine Erkenntnis so begrenzt ist und sagt, ich weiß nicht, ob ich auf bösem Weg bin, aber wenn ich auf bösem Weg bin, so leite du mich auf den ewigen Weg. Er demütigt sich, weil er erkannt hat, wie klein er ist und wie groß, hoch und erhaben und mächtig sein Gott ist. Deswegen, liebe Freunde, lasst es uns, Jahresvorsatz ist ein abgedroschenes Wort, aber der Funktion halber will ich sagen, lasst es uns zum Vorsatz machen, bewusst mehr über Gott nachzusinnen. Nicht irgendwie sich etwas zu visualisieren und sich vorzustellen, damit es irgendeine Dynamik entwickelt, sondern über das nüchterne, geschriebene Wort Gottes und was es über ihn offenbart, nachzudenken. Nachzudenken, nicht um irgendwie schlauer zu sein als andere. Nachzudenken, nicht um ein nächstes Level zu erreichen oder um in der nächsten Unterhaltung mit den Christen irgendwas Gescheiteres zu wissen. Der Versuchung bin ich oft ausgesetzt. Über Gott nachzudenken, nicht über Gott nachzudenken, sondern um irgendwie daraus etwas zu gewinnen. Sondern über Gott nachzudenken, um etwas daraus zu gewinnen, und zwar Freude an ihm. Motivation zur Heiligkeit. Gelassenheit und Friede im Lichte von der Verdorbenheit der Welt, weil wir wissen, Gott, der uns so treu leitet und bewahrt und hält und mächtig ist, das zu tun, ist auch derselbe Gott, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Lass uns im neuen Jahr mehr über Gott nachsinnen und Freude haben über seine heiligen Eigenschaften und das, wie wunderbar er wirkt in seinem Wort, uns vor Augen zu halten. Denn das ist der einzige Grund, warum wir, wie Philipper 4 sagt, unvernünftigen Frieden haben können. Einen Frieden, der jede Vernunft übersteigt, haben wir nur dann, wenn wir alles, was wir sehen, dem unterordnen, dass Gott unsere Hoffnung ist, die über all dem steht. Und selbst wenn die Welt unterzugehen scheint, wenn alles verloren scheint, so haben wir doch einen Gott, der da ist. Für den Raum und Zeit keine Kategorie ist und der seinen guten Plan mit seinen Christen, mit dir und mir verfolgt. Und darin können wir Ruhe finden, die wir so dringend notwendig haben. Das war das wunderbare Wort unseres Herrn. Lass uns darüber freuen, wenn wir 140 singen.